In dieser Folge Frag Marc wird es kontrovers. Es geht zum einen um Zweitakt 125er und was meine Meinung dazu ist. Und wir sprechen auch darüber, wie sinnvoll es ist, eine Tausender als erstes Motorrad zu fahren. Diese und viele weitere Fragen werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helmexpress TV zu dieser Folge Frag Marc begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an alle Fragensteller, die uns auf Instagram so fleißig Fragen gestellt haben. Wenn ihr noch nicht zu unserer Instagram-Community dazugehört, dann holt das sehr gerne mal nach. Ich verlinke euch das auch im ersten Link in der Videobeschreibung. Und natürlich, das versteht sich von selbst, auch gerne hier mal auf YouTube ein Abo dalassen. Frage Nummer 1 ist jetzt von Only Nelia. Ist die Yamaha YZF-R 125 ein gutes erstes Motorrad? Ja, finde ich schon. Natürlich ist die ein bisschen teurer als jetzt vergleichbare Modelle wie die MT 125er, also als Naked Bikes. Und man muss halt Bock auf die Sitzposition haben. Also du wirst ja ein bisschen mehr Druck auf die Handgelenke kriegen. Der Rücken wird ein bisschen mehr arbeiten müssen, als es jetzt auf einem Naked Bike der Fall wäre. Aber dann finde ich die absolut in Ordnung. Und man sieht sie halt auch weniger auf den Straßen als jetzt eine 125 Duke oder eine MT 125. Weiter geht es dann mit Sascha Kloß. Selbst Sena SRL Mesh. Welches günstige Sena für die Sozia? Und wenn es wirklich nur die Kommunikation zwischen dir und deiner Mitfahrerin geht, dann würde ich sagen, ein 5R, das ist ein günstiges Sena-Gerät für unter 80 Euro, da kann man nicht viel mit falsch machen. Das ganze Ding verlinke ich euch mal hier. Reicht im Übrigen auch aus, wenn man jetzt zum Beispiel nur Musik hören möchte. Snicks Official fragt als nächstes, ist für den Start mit 125 Kubik ABS wichtig oder geht es auch ohne? Doch, finde ich absolut wichtig, denn ja, wenn man einfach mal stark bremsen muss, das Vorderrad blockiert, dann ist es bei den meisten vorbei. Und man legt sich ab. Denn so ein blockiertes Vorderrad beim Motorrad ist wirklich scheiße. Und ob man dann rechtzeitig das so loslassen kann, dass sie das wieder fängt und so. Deswegen würde ich auf jeden Fall auf ABS setzen. Und das hält mich persönlich zum Beispiel auch davon ab, jetzt eine ältere Supersportler zu kaufen. Denn so eine alte Gixxer oder eine alte Fireblade ohne ABS, ja, für mich wäre es nichts. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt das gerne in die Kommentare. Amy H12 fragt, wann mit 125er Führerschein beginnen? Ende Winter nächsten Jahres Geburtstag. Dann müsste das ja der Winter 2025, 2026 sein, oder? Auf jeden Fall kann man sagen, dass man circa 6 Monate vor seinem Geburtstag damit anfangen kann. Die Theorieprüfung kann man dann 3 Monate vor seinem Geburtstag ablegen. Und die Fahrprüfung kann man meines Wissens nach 1 Monat vor seinem Geburtstag ablegen. Jonathan19 fragt, ist die MT 125 gut für Anfänger geeignet? Wenn man die gebraucht kaufen will, bis wie viel Kilometer sollte man schauen? Das war wieder sehr frei vorgelesen, von der Intention passt es aber. Also nach der KTM 125 Duke ist die MT 125 das beliebteste Motorrad, wenn man sich die Neuzulassungen anschaut. So schlecht kann die also nicht sein. Pauschal kann man das auch super schwer sagen, wie viel Kilometer die jetzt maximal gelaufen haben sollte. Was man sich allerdings anschauen muss, ist gerade sowas in diesem Bereich 20.000 bis 25.000 Kilometer, was dann so an Verschleißteile, an größeren Inspektionen notwendig wird. Für mich persönlich würde ich auch so schauen, dass je nachdem, wie viel ich fahren will, dass das Motor dann nach den 2 Jahren, wo man es ja in der Regel wieder verkauft, dass es dann noch unter 30.000 Kilometer gelaufen hat. Und wenn es jetzt so jenseits der 15.000 gelaufen hat, dann will ich anschauen, was wird in diesem Zeitraum 20.000 bis 25.000, was wird da fällig, damit man das dann entsprechend einpreisen kann. Und wenn du ein schlechtes Gefühl beim Vorbesitzer hast, dann lass besser die Finger weg, denn Bauchgefühl ist beim Kauf von Fahrzeugen auch, zumindest für mich, immer auch ein wichtiger Punkt. Maxe2305 fragt, sind die neuen Drift Evo 2 von Carberg ein gelungenes Update? Gibt es schon Erfahrungsberichte? Ich guck mal gerade. Das ist zwar noch nicht der 2er, aber das ist der Drift Evo, also quasi das Vorgängermodell, wenn man so will. Oder das, was im April ein Vorgängermodell werden wird. Und da war ich schon ein großer Fan von. Denn zum einen hat er ja eine sehr sportliche Silhouette und sieht damit nicht nur gut aus, sondern passt auch von der Aerodynamik, hat aber gleichzeitig eine vernünftige Ausstattung, hier mit der Sonnenblende, eine Bluetooth-Vorbereitung. Und das Ganze wird natürlich noch umfangreicher beim Drift Evo 2 werden, der dann natürlich auch nach der neuen ECE 22.06 homologiert wird. Aber ich hatte noch keinen in Händen. Wie gesagt, die ersten erwarten wir im April. Und dann wird es natürlich auch sofort ein Video geben. Wenn du das nicht verpassen willst, lass gerne auch mal ein Abo da. Als nächstes kommt eine Frage, die gleich doppelt gestellt wurde. Und zwar direkt hintereinander, was ich sehr spannend fand. Und zwar, Max Schuh 09 fragt, generelle Meinung zu Zweitaktmotorrädern als 125er. Kilian DT fragt dazu, was sagst du zu 125 Kubik Zweitaktern? Dass die Frage so doppelt hintereinander gestellt wurde, fand ich schon sehr lustig. Aber Vorteil bei Zweitaktern ist, du machst keinen Motorölwechsel, denn das Öl wird ja verbrannt. Auf der anderen Seite ist es schon sehr komisch, denn die haben keine Motorbremse. Das fühlt sich sehr interessant an. Das Ventilspiel muss man nicht einstellen. Und dieser Zweitakter-Klang, der ist schon sehr speziell. Ich suche mal was raus. Also, das kann man jetzt lieben, muss man aber nicht.
Was man jedoch sagen muss, ist, dass so ein Viertakter von der Laufruhe schon ein bisschen was anderes ist. Die fährt man also entspannter. Es gibt also für und wieder für Zweitaktmotorräder. Magst du sie? Wenn ja, was ist der Hauptgrund, warum du dich für einen Zweitaktmotorrad entschieden hast oder entscheiden würdest? XVI Daniel fragt, stimmt es, dass die RS 660 viele Probleme hat und sollte man sich deshalb den Kauf zweimal überlegen? Es geht um die Aprilia RS 660 und ja, die hatte am Anfang Probleme mit dem Motor. Die wurden aber natürlich auf Garantie direkt ausgetauscht oder eben repariert. Das kann in meinen Augen auch schon mal vorkommen, wenn jetzt ein Hersteller einen komplett neuen Motor auf den Markt bringt. Wie gesagt, das wird alles auf Garantie ausgetauscht und weitere Probleme sind mir bei der RS 660 oder auch bei der Tuono 660 oder auch hier dem Adventure-Ding sind mir nicht bekannt. Dementsprechend ist das kein Grund für mich, warum man sich dieses Motorrad nicht kaufen sollte, sofern die Rückrufaktion gemacht wurde. Izzy Fishing fragt, Moin, welche Vorteile hat man als Klasse B-Besitzer, wenn man direkt Einstieg in Klasse A macht? Will. Zum einen brauchst du weniger Theorieunterricht und auch die theoretische Prüfung ist im Umfang reduziert. Es geht dann nämlich eben nur noch um die Motorradthemen. Du brauchst keinen neuen Erste-Hilfe-Kurs, aber sonst eigentlich nichts. Der Umfang der praktischen Ausbildung ist nämlich identisch. Das heißt also mindestens 12 Sonderfahrten, ganz normale praktische Prüfung. Also das ist dann eben kein großer Vorteil. Also das ist dann komplett unverändert. Merdan Yildirim, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, stellt die nächste Frage. Reicht eine Kevlar-Jeans mit AA-Klassifizierung für die Fahrschule? Reicht grundsätzlich aus, wenn die CE-zertifizierten Protektoren an Knien und an der Hüfte drin sind und dann kannst du die auch so zur Fahrschule fahren. Und er fragt direkt weiter, welche Kevlar-Jeans-Marken empfiehlst du? Und zwar zum einen coole Monolayer-Jeans, also die aus einer Schicht bestehen, wie eine ganz normale Jeanshose von Replay, die man vielleicht aus dem Freizeitbekleidungsbereich kennt, oder auch von PMJ. Die sind oft sehr klassisch und es fällt gar nicht so auf, dass man eine Motorrad-Jeans anhat. Da kann man theoretisch auch welche wählen ohne Protektoren. Ja, da ist die Sicherheit natürlich weniger stark, als wenn du jetzt die Protektoren drin hast. Oder du nimmst welche, wo Protektoren drin sind und nimmst sie dann einfach auf der Arbeit raus. Gehst du eben auf Toilette und dann nimmst sie raus, weil natürlich sieht man immer die Protektoren, gerade eben im Kniebereich, wenn die drin sind. Aber sonst kann man die eben auch sehr gut mal auf der Arbeit anlassen. Wenn du es eher klassisch magst, die Motorrad-Jeans, also auch noch Motorradausrüstung aussehen darf, dann Trilobite mit der Parado Jeans als Beispiel. Cool bei Trilobite ist auch, dass wenn du stürzen solltest und die Hose dadurch beschädigt wird, dann kannst du die einschicken. Dann wollen die noch ein Formular ausgefüllt haben, aber die nutzen quasi diese Informationen aus deinem Sturz dann für die Weiterentwicklung der Jeans. Du bekommst dafür aber eine neue Jeans kostenlos von denen. Das finde ich eine ganz coole Sache. Den nächsten Usernamen spreche ich vermutlich falsch aus, aber erst in Tekin 210 fragt, als Anfänger 1000 Kubikzentimeter Supersportler. Boah. Also für einen Anfang vermutlich eher nicht, will ich auch begründen. Denn zum einen, Tausender sind teuer. Und gerade wenn am Anfang so viele Kosten auf einen zukommen, ja, macht das vermutlich nicht so viel Sinn. Als nächstes sind Tausender relativ schwer in der Regel, sprich also schwerer, unhandlicher und gerade das macht es für den Anfang auch nicht einfacher. Sie sind immer Vierzylinder, das heißt also, sie haben eine relativ breite Sitzbank und sind auch dadurch ein bisschen schwieriger zu handeln als jetzt irgendwelche Zweizylinder. Man kommt also seine Füße nicht ganz so schnell an den Boden, die sind in der Regel einfach so ein bisschen breiter von der Sitzbank, von der generellen Silhouette. Versicherungen und Steuern sind in aller Regel teurer und vor allen Dingen wird man früher oder später mal ausprobieren wollen, wie so 1000 Kubikzentimetern funktionieren, wenn man noch mal ein bisschen höher dreht. Deswegen also gerade, wenn man nicht ganz so willensstark ist, besser am Anfang lassen und später nochmal auf eine Tausender umsatteln. Martin Ovic 040 fragt, Z900 oder CBR 650R 70 kW Variante, welche würdest du mehr empfehlen? Der Vergleich ist ja nicht ganz so direkt, denn zum einen haben wir bei der Kawasaki einen Naked Bike gegenüber der Sportler oder ja, Sporttourer von Honda, die CBR 650R. Preislich sind sie mit ca. 10.300 Euro plus Überführungskosten relativ ähnlich, genauso auch von der Leistung, nämlich 95 PS, sprich 70 kW. Beides Vierzylinder, die Honda wiegt 208 Kilo trotz Vollverkleidung und die Kawasaki mit 212 Kilo vollgetankt jeweils ist ein bisschen schwerer. Die Sitzhöhen sind mit 81 und 82 cm aber auch relativ identisch. Für mich persönlich wird es vermutlich die CBR werden, denn zum einen voll verkleidet, zum anderen die Optik grundsätzlich einfach sehr cool und dann dennoch eine recht entspannte Sitzposition. Ja, die haben wir bei der Z900 natürlich auch, aber so die Kombination daraus gefällt mir schon sehr gut. Jason 2023-24 fragt, wie findest du die Yamaha WR125R und X-Variante? Sehr cooles Motorrad, wird ja nun leider so nicht mehr produziert. Sie ist relativ hochbeinig, aber die Qualität passt und Drehzahlmesser hat sie dafür auch nicht.
Gut, brauchen wir den zwangsläufig bei einer Supermoto oder einer Enduro? Wäre schon nicht schlecht, aber mein Gott, ich denke, es geht auch ohne. Also ich finde es gut. Die Frage ist nur, warum baut Yamaha sowas nicht mehr? Und wann bauen sie es wieder? Jetzt aber erstmal hier noch ein Video. Da könnten wir uns also wiedersehen. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.